Hallo YouTube, wir spielen The Star Named Eos, die Demo. Ach so, ja gut. So. Ich war blind kurz. Oh Gott, ich bin schon wieder blind. Day. Day. Day, day? Have you ever looked forward to opening your eyes? Also ich, ah, okay. Sind wir schon wieder bei Crosshaus? Crosshaus! Es spaniert sagen. Die Buttpeeps mögen das. Hallo, wer bist du? Have you ever looked forward to the thing you've been chasing? Only to find it right in front of you? You see, everything shines. Everything. When you gaze at the stars also gaze at you. They do not fade away just because you close your eyes. Nor will they be dimmed by fleeting clouds. Aber wenn ich ein Foto mache, ist es dann, als ob die ganz... Just open your eyes. And you'll see shooting stars full of wishes. Day. Are you asleep? Okay, guten Morgen. Oh, ich mag den Artstyle, ne? Warte, war das nicht sogar aus der Cozy PK? Der Wholesome Direct? Schon wieder der gleiche Traum. Das Zimmer ist etwas dunkel. Am besten mache ich die Tischlampe an. Tischlampe. Meinst du die da? Jetzt ist es gleich viel heller. Den gucken wir noch nicht an. Okay, den gucken wir an. Ein Brief, adressiert an mich. Ein Foto eines Zugfensters. Du wirst sicher ein besseres Foto hinbekommen. Mama. Ein ähnliches Motiv habe ich irgendwo schon mal gesehen. Mein lieber Day, wie geht es dir? Während meiner Reisen denke ich immer nur an dich. Als Fotografin ist es mein Job, die Schönheit mit der Linse einzufangen. Ich weiß, dass du mehr Talent hast als ich, Day. Und ich bin sicher, dass du schon bald noch mehr Schönheit in dieser Welt entdecken wirst. Alles, einfach alles um uns herum erstrahlt in hellem Schein. Wenn du zu den Sternen hinaufblickst, blicken die Sterne auch auf dich herab. Sie verschwinden nicht, nur weil du deine Augen schließt. Ist das nicht gleich das, was wir gerade hatten? Sie verblassen auch nicht, nur weil eine Wolke vorüberzieht. Du musst nur deine Augen öffnen und du wirst Sternschnuppen voller Wünsche sehen. Ich schreibe diesen Brief während der Zugfahrt zu meinem Reiseziel. Die roten Vorhänge und Blumen stehen in einem schönen Kontrast zum Grün der Wiesen draußen. Ich wünschte, du wärst hier mit mir, um es zu sehen. Alles Liebe, Mama. Ob Mamas Reise gut läuft? Also. In dieser kunstvollen Spieldose schlummert die Melodie meiner Erinnerung. Ah. Okay. Irgendwo habe ich das doch gesehen. Ich möchte diese Szene einfangen. Nur wie? Oh mein Gott. Ich sehe hier nur Rätsel, Leute. Oh mein, ist das ja... Im Tresor ist mein Geburtstagsgeschenk von damals. Ich denke, ich kenne den Code. Okay, kann ich nicht umdrehen. Ich kenne den Code?
Ich kenne den Code doch aber gar noch nicht. Kenn ich den Code? Brennt da was? 1, 2, 3, 4, 0, 0, 0, 0. Habe ich diese Form nicht irgendwo gesehen? Oh mein Gott. Der ganze Raum ist ein Rätsel. Ist mein Geburtstag. Ich freue mich schon drauf, mit Mama Sterne gucken zu gehen. Was? 1, 2, 3, 4, 5? 5, 9? 0, 5, 0, 9? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich probiere es einfach mal. Oder dann halt andersrum. Ich würde sagen, eher nicht gut. Auf dem Schloss sind Buchstaben eingraviert. Habe ich nicht gerade gesagt, Operator nicht, weil ich zu müde bin? Eine Topfpflanze macht jeden Raum lebendiger. Vielleicht kann ich ja eines Tages meine eigene Fotoausstellung veranstalten. Mein lieber Day, alles Gute zum Geburtstag. Sieh dich um, wenn du aufmerksam bist, wirst du feststellen, dass die Welt voller Überraschungen ist. Rate mal, was ich dir besorgt habe. Etwas, was du schon immer haben wolltest. Ich weiß nicht, was sie meint. Alles Liebe, Mama. Zu dem Geburtstag habe ich mein heiß ersehntes Traumgeschenk bekommen. Glaubt ihr, das hat was zu bedeuten? Nee, oder? Hey, aber die 5 hat gestimmt. Ups. Nee, glaub nicht. Na dann. Taschenkompass. Okay, ja. Das ist ein Mond. Damit kann ich jeden beliebigen Moment im Leben einfangen. Aber ist auch die ganze Welt? Ich hoffe, dass die Kamera, die ich von Mama bekommen habe, noch gut funktioniert. Das sieht wie im Foto aus, das Mama mir geschenkt hat, aber irgendetwas fehlt. Fehlt. Also, ich würde jetzt... Nee, warte mal. Na, das da, würde ich sagen. Aber das würde ich halt gern... Wie, ach, da. Vielleicht kann ich eins sagen, ja. Aber ist das nicht, also... Wollt ihr nicht grün dahin haben? Da fehlt halt... Die Holzfamilie scheint jemanden zu vermissen, ja. Oh mein Gott. Ein Album von meinen Übungsfotos. Ist schon eine Weile her, dass ich ernsthaft ein Foto geschossen habe. Erinnert mich an Life is Strange. Und dann bin ich glücklich. Fetzen einer Buchseite, darauf sind niedliche Charaktere. Buchseite. Buchseite. Warte, mein Kompass ist ja nicht die Form, oder? Nee. Eine Buchseite, das ist okay. Aber so weit bin ich, glaube ich, gar nicht. Oh. Ah ja, das habe ich nicht gesehen. Ah ja, da ist das Buch. Ich habe mich immer darauf gefreut, von Mama Geschichten vorgelesen zu bekommen. Blättern. Ah, da ist ein Zipfel drin. Das habe ich gesehen, aber... Was meint ihr jetzt? Also, das Umdrehen... Aber ich kann es gar nicht umdrehen. Oder ist es das Umdrehen?
Was will es da? Also da ist so ein Blatt drin, das sehe ich ja. Also ich verstehe schon. Das da hat Zipfel und da muss man das drehen. Oder ist das ein... Aber ich muss ja gar nichts drehen, oder nicht? Und dann ist es da. Und hier ist die Blume, die immer an unterschiedliche Dinge hat. Also muss ich ihn drehen vielleicht? Also... Origami-Falten wäre schön, ne? Also heißt es, statt oben muss es unten sein? Rechts, unten. Warte mal, kann ich mit denen überhaupt was machen? Mit dem Ding? Wie viel brauche ich denn? Also wir haben... Ach, ihn habe ich vergessen. Also links oben, rechts, unten... Links unten. Nochmal. Okay. Heißt es ja, sehr gut. Boah, ich bin da. Die habe ich zum Muttertag gebastelt. Okay, das heißt, die Blumen kommen jetzt in die Vase. Ich bin voll da. Gar kein Problem. Es ähnelt dem Foto, das Mama... Was? Ich brauche Vorhänge. Aber wo kriege ich denn jetzt Vorhänge her? Habe ich ein besseres Foto? Ja, aber wie fotografiere ich denn? Ach, hier. Von hier aus muss ich fotografieren, okay. Ja, ich darf noch gar nicht fotografieren. Schade, okay. Ikea? Ich weiß nicht, ob ich zum Ikea darf gerade. Oh, ist das auf dem Boden, ein Vorhang? Nein. Ich habe noch gar nicht auf den Boden geguckt. Was ist das denn? Gar nichts, okay. An die Decke, du hast recht. Guter Deckenventil. Obwohl, doch, haben wir am Anfang, in der Aufwachsequenz. So viele Orte, an denen ich noch nie war. Was haben wir denn noch? Also wir haben das da, aber wofür brauche ich das da? Hier war das. Aber das war ja noch gar nicht schön. Also da sieht man ja gar nicht, was es sein könnte. Und da fehlt ja auch was. Also wir wissen, Norden ist auf jeden Fall die Sonne. Das wissen wir. Für meine Lieblingsschätze. Mama, Sterne gucken zu gehen. Ich guck gerade mal, ob ich irgendwas... Achso, das war das. Ach ja. Das habe ich vergessen, aber was mache ich damit? Das klappt so nicht. Warum nicht? Ich kann ja nicht fotografieren, oder? Oder kriege ich gar kein Tutorial mehr? Es sieht nicht wirklich aus wie Mamas Foto.
Okay, wie haben wir... Okay, unten und nach oben ein bisschen. Okay, warte, das kriege ich hin. Jetzt aber. Das ist auch fast perfekt. Noch mehr, wartet. Jetzt aber. 1:1. Hä? 1:1 fast. Achso, ich muss doppelt. Das Foto bei dem Brief. Nee, das haben wir in der Hand. Da. Aber ich habe schon versucht. Das will nicht. Ach so. Ich wusste nicht, ob man... Okay, alles gut, wir können die verstellen. Ich wusste nicht, dass man die Vase verstellt. Mann, ist gemein. Jetzt aber, oder? Es reicht immer noch nicht. Ich wollte halt eigentlich, also was ich machen wollte, war eigentlich das Komische. Also das Bild zum Beispiel da, da dahinter machen, weißt du? Hanuman Life Season 3. Okay, es ist fest. Also man kann nicht, also... Ich glaube, wir müssen erst was anderes machen. Ich glaube, das wird die Hauptmission sein. Oh. Ach, ich dachte, das, da brauchen wir noch was für... Was muss ich denn machen? Was ist denn das Ziel von sowas? Die Sterne aufzureihen. Also, okay. Klar. Ach, das ist fest. Okay. Das ist auch fest. Willst du mich jetzt verarschen? Zurück. Oh, ich hasse sowas. Ich bin noch nicht so gut in sowas. Ich kann doch sowas nicht. Auftreten lieber. Auf der Kurbel sind ausgefallene Schnitzereien. Kurbel. Brauch ich die? Ja, dafür, ne? Ich glaube, da wir nicht bei Resident Evil sind, ist nicht so, also so ausschlaggebend. Oh. Sieht ein wenig einsam aus. Ja, das regeln wir gleich. Hä? Achso, ich muss erstmal dran. Sorry. Diese Häuser, mir scheint jemand zu vermissen. Hä? Du bist zu langsam. Fanposter. Ich sollte es irgendwo anbringen. Willst du es da anbringen? Nein? Okay.
Ah, da. Jetzt ist die Wand voller Erinnerungen. Sieht nach einem Symbol aus. Hm. Ist das... Das ist aber nicht Morsecode, oder? Was will ich damit? Ich weiß ja nicht mal, was ich noch hab. Hm. Ich bin jetzt also wirklich genauso weit wie wir davor. Ist das in die Richtung dann eine Sonne? Aber das ist ja nicht mal, also das ist ja gar keine Richtung. Also es wäre ja hier und das bringt mir ja nichts. So. Hm. Was für eine glückliche Familie. Den Raum lebendiger. Schmeiß eine Münze rein. Ein Kompass meine ich, sorry. Was bringt mir das jetzt? Das muss ja irgendwas gebracht haben. Das sieht nach einem Symbol aus. Ja. Dieses Lied hat Mama immer gesummt, als ich klein war. Ich mag Topfpflanzen. Ich finde, das sieht ein bisschen aus wie eine Katze. Weil Augen und das ist ein bisschen wie ein Ohr. Seht ihr, was ich sehe? Schlaf gut, Clemmy, träum was Schönes. Ah. Oh. Nee, doch nicht. Was steht da drauf? Ich kann sie lesen. Auf diesem Foto sehen wir alle so fröhlich aus. Eulenfamilie. Chat, seht ihr, was das damit auf sich haben soll? Seht ihr das? Das sieht nach einem Symbol aus. Oh. Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass Lurker duschen gegangen ist. Sorry, Lurker. Gut dusch. Dann erzähl mal, Tani. Ich schenke mir, während du tippst, mal was zu trinken ein. An den Wänden, da sind ja Symbole. So der Stern oder das beim Gemälde. Sind es? Oh, ja, du hast recht. Ah, guter Punkt, danke. Das heißt, das ist Norden. Das ist Osten. Aber was im Süden? Oder ist das Norden? Warte mal, gibt's eine Blume? Mondstern. Okay, es gibt nur das. Habe ich hier einfach den Mondstern? Ich glaube, das ist Norden. Ist das Norden? Warte, wenn ich um den Mondpass gucke, wird mir dann Norden angucken. Okay, wir haben auf jeden Fall das da. Das da. Was haben wir hier? Hier haben wir das Dreieck nach unten. Gibt es das Dreieck nach unten? Ja, gibt es. Dankeschön, hast du gut gemacht. Dann heißt das, wenn das hier Norden wäre, dann wäre im Süden die andere Sonne. Und dann wäre Norden, Süden, Osten. Im Osten wäre das da und im Westen wäre das da.
Ich glaube, der Norden ist das Fighter-Ding. Also, warte. Okay, tun wir, als wäre das der Norden, dann wäre der Osten genau umgedreht. Und der Westen halt auch. Wo war der Stern? Wir suchen gleich den Stern. Vorhänge. Diese hier sehen aus wie die Vorhänge in Mamas Foto. Vielleicht sollte ich sie aufhängen. Oh, das hätte es sein können, aber ist es nicht. Wo ist der Stern? Seht ihr den Stern? Bin ich blind? Seht ihr den Stern? Der hier sein müsste? Auf dem Kalender? Ich habe das komplett missachtet, weil ich einfach nur dachte, ja, okay, das ist ja das Datum. Das ist einfach, also für mich ist das gerade kein Stern. Aber ich habe auch meine Brille nicht auf. Wollte ich dazu sagen, und das sehr klein. Und also, ne? Bin wach! Jetzt sieht das aus wie Mamas Foto. Dear Day. I've always believed that seeing it gives it reality. If you see something and experience it as beautiful, there is beauty. Die gleiche Aussicht hatte Mama auch. Boah, das voll deep. Wenn du findest, dass etwas schön ist, dann ist es auch schön. Oh. Die roten Vorhänge und Blumen stehen in einem schönen Kontrast zum Grün der Wiesen draußen. Diese Aussicht hat Mama damals auch gesehen. Ein Brief adressiert an mich. Foto von leckerem Essen. Fühle jeden Moment im Leben mit deinem Herzen. Mama. Ich kann es beinahe riechen. Das Sandwich? Mein lieber Day, die Kamera, die ich dir gegeben habe, ist die beste, die ich jemals hatte. Sie muss auch so gut sein, um mit deinem Talent mithalten zu können. Gerade bin ich in einer großen Stadt voller Leben. Wenn ich Pause mache, komme ich oft in dieses Café, um am Fenster zu sitzen und die Passanten zu beobachten. Mit deinem Talent, Schönheit einzufangen, könntest du hier sicher tolle Fotos machen. Ich war immer der Meinung, dass das, was man sieht, die Realität ausmacht. Wenn du etwas siehst und es als schön empfindest, ist es Schönheit. Aber was noch viel wichtiger ist, das Essen hier ist absolut spitze. Ich hoffe, wir können das eines Tages gemeinsam genießen. Ich freue mich auf den Tag, den wir uns versprochen haben. Alles Liebe, Mama. Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist kein... Also entweder das ist einfach nur so richtig schön oder es ist echt traurig. Day, are you asleep? Das war eine schöne Demo. Wir hoffen, dass dir unsere Demo gefallen hat. Facebook? Okay. Das war eine echt schöne Demo und sie war echt schön von der Länge her und ich wünschte mir, mehr Spiele würden das machen. Und also vor allem, du hast was Abgeschlossenes gehabt und hattest am Ende dann aber noch den Teaser mit der nächsten Szene. Das fand ich sehr schön. Das war perfekt. Das war 100%. So, jetzt machen wir noch einmal über uns. Ach so, da öffnet sich nur was. Gut. Ist auf jeden Fall von Silver Lining. Ja, und damit würde ich sagen, tschüss. Das fand ich sehr schön. Das ist ein schönes Spiel. Schönes Spiel. Sehr schönes Spiel.